Genug ausgeruht, meine lieben Freunde, es geht weiter hier bei Dragon Quest Heroes. Wir wollen weiter im Weltenbaum an die Spitze schreiten. Und zwar zugleich in der nächsten Mission vielleicht sogar. Die da heißt Tachi Hadakaru Mumban. Der Torwächter, der sich uns in den Weg stellt. Und jetzt kriegen wir noch eine kleine Zusammenfassung an der Hand, die da lautet. Wir haben die Monster, die uns angegriffen haben, alle fertig gemacht und sind jetzt an der Spitze des Weltenbaums angekommen. Aha! Und der Altar der Harmonie, den wir anvisiert haben, der ist direkt neben uns. Also schnell voran und zum Altar! Jawohl, das wollen wir machen, deshalb starten wir die Mission. Und zu Beginn kriegen wir jetzt noch einmal dieses schöne Bild, das unsere Augäpfel sozusagen liebkost. Dieser Weltenbaum in seiner vollen Pracht. Ach, herrlich! Da kann man doch nur gut die nächste Mission starten. よし、僕が一番乗り。おっと。何が起こったんでガス。大変でガス。あいつ扉の前で当選もしてるでガス。これじゃ先に進めないでげすよ。門番のお出ましじゃな。何としてもここを突破するのじゃ。 Oha, da türmt sich doch glatt ein schwarzer Steinkoloss vor uns auf. Das gibt's doch gar nicht. Und diese bösartigen Augen. Da müssen wir was gegen erledigen. Wir kriegen doch glatt hier eine Auszeichnung. Tokugi, Jimon und Tatsujin, Meister der Spezialfertigkeit und Zauber. Okay. Und Kill Act erkennt, dass schon Monster wahrscheinlich zum Altar vorgedrungen sind. Und, ja, der darf auf keinen Fall zerstört werden. Der Altar, das wäre nämlich ganz schlecht, ja. Um Gottes Willen, ja, das wäre echt verdammt nochmal schlecht. Aber Alina sagt, wir sollen uns nicht so aufregen und versuchen hier eine richtige Gelegenheit zu finden, um ihn hier zu schlagen. Und nicht hier rumzudancen mal wieder. Das gibt's doch gar nicht. Bianca, hol die Pfeile raus. Das scheint sehr effektiv zu sein. Pfeile auf Stein. Das ist es. Oh Gott. Mann, aber wir ziehen ihm ganz schön was ab. Den Typen mit dem Namen Imes. Imes heißt er also. Okay, Imes. Hat sich ausge-Imest hier. Oh, fuck. Und für Bianca zugleich auch. Und Akt ist auch hier wieder an der Grenze des Todes. Begriffen, kurz hier abzuleben. Um Gottes Willen. Und mehr auch. Das. Oh, jetzt muss ich mir mal beeilen. Ich muss hier gleich mal. Komm, hau ab, du. Scheiße. Ja. So, jetzt mal kurz gelebt. Jetzt müssen wir nochmal ganz schön was rausladen hier. So, ein paar Zauberfläschen. Zack, keine Zeit zum Tanzen. Bianca, komm nur mal hier wieder auf die Beine, ja? Ja, gern geschehen. Hat sie erstmal ein Heumi auf uns beschworen. Wir wurden leicht geheilt, aber nur leicht. Das ist das Problem. Mhm. Also, der hat echt in sich. Der ist zwar nicht wirklich schnell, hat auch nicht viel Lebenspunkt, aber wenn er uns erwischt jetzt, dann zieht das ordentlich ab. Okay. Und wir lassen uns auch vor allem sehr oft erwischen. Nein, nein, nein! Verdammt! Oh, das läuft selten schlecht hier gerade. Oh, wieder Luigi! Und hier noch ein paar Pfeile. Okay, nein! Oh, ich bin zu lahm, ey. Ich bin einfach zu lahm. Meine Reflexe reichen da nicht aus. Ja, wahrscheinlich auch zu grob motorisch veranlagt. Ah, komm mal hier. Mehr. Mach auf. Flora hat keine MP mehr leider. Scheiße. Hier, Zaubermädchen. Ah, dafür hat man den Tod auch verdient. Ganz klar. Ah, Gott, ey. Scheiße, jetzt sind schon wieder zwei tot. Was wird das hier nur? Komm, kriegt ihr ja nochmal ein paar anale Fissuren zugefügt. Sprengdamm hier. Du. Komm schon her. Scheiße, jetzt haben wir nur noch mehr auf dem Feld. Oh, ist das übel, ist das übel. Hau ab, du. So, erstmal Akt auf jeden Fall. Erwecken und komm, Bianca. Oh, scheiße. Oh, ist doch schon mal was. Na, wir haben ihn gleich geplättet. Gleich ist es soweit. Gleich ist er tot. Okay, okay, okay. Noch ein bisschen Konzentration. Gefällig. Gleich ist Bianca auch soweit. Ihre Spezialfertigkeit zu uns. Also dann. Hier. Nimm das.
Ninja! Bedami! Noch einmal! Da! Toma! Das war's! Haben ihn geplättet! Guckt euch an! Da zerfällt er! Diese Witzfigur! Dieser steinerne Tümpel! Lächerlich! Wahrhaft lächerlich! Wobei, es sind fast alle gestorben! Was? Jawohl, wir haben es geschafft, wir haben gewonnen. Oh, endlich haben wir ihn erledigt. Also dann, weiter vordringen zum Altar der Harmonie. Moment, es ist noch zu früh, um weiter vorzuschreiten. Irgendwie ist die Situation seltsam. Er baut sich wieder auf, was zur Hölle? Oh mein Gott, und jetzt leuchtet er noch purpurfarben. Das ist noch schlimmer, aber wir haben ja noch eine Fertigkeit hier. Verrat, aber ich hab die gerade vollkommen versellt. Scheiße. Okay, er schwächelt gerade, ist unsere Chance, ihn zu attackieren. Aber wir ziehen nichts ab. Oh, verdammt, scheiße. Wir müssen ihn wegschleudern, wenn er gerade im Begriff ist, so zu wanken. Oh, seine Schattenkraft steigt. Also er wird wütend. Imes wird wütend, verdammt nochmal wütend. Ah. Wir müssen ihn also irgendwie wegschlagen. Ah, verdammt. Jonas erkennt auch, dass unsere normalen Attacken nichts bringen irgendwie. Scheiße, und vor allem, wenn man das hier noch in Luft setzt. Komm jetzt aber rauf auf ihn. Komm, noch ein bisschen. Ah. Stirb du. Ah. Scheiße. Komm. Deine Energie hat sich wieder regeneriert. Das ist doch scheiße. Oh Mann, ey. Bianca erkennt aber schon, dass es kein Monster gibt, was unbesiegbar ist. Es muss irgendeine Schwachstelle haben. Das ist es, wenn man ihn ins Wanken bringt, muss man ihn weghauen. Komm schon her, du! Nur erstmal wieder ins Wanken versetzen. Jetzt dreht ihr ja noch ein paar Pirouetten, ja? Bianca liegt da, hier nicht Bianca, sondern Flora liegt da tot und der tanzt darüber, ja? So, ist ja echt ein bisschen hier, ne? Pietätlos, du. Steinerner, der jetzt aber hier! Verdammt, nicht daneben! Auf ihn jetzt! Komm schon! Jetzt mach ich dich platt. Jetzt mach ich dich platt, du! Haha! Na, also, sollten wir ihn runterhauen. Und da fällt er. Jawohl. Wir haben alles aufgeräumt hier und können nun weiter fortschreiten. Oh, er wacht nicht mehr auf. Oh, Gott sei Dank, das war verdammt gruselig. Er kennt die Obidon. Ja, es ist alles in Ordnung. Jetzt haben wir ihn wirklich fertig gemacht. Aber es war ganz schön hart, ne? Ganz schön schwieriges Teil, was wir hier erledigen mussten. Ja, also... wenn ich mir das so angucke, dann habe ich keinen Zweifel mehr, dass irgendein böser Typ da reingegangen ist in den Altarraum. Ja, es wartet ein sehr starker Gegner auf uns. Also macht euch bereit. Das machen wir. Wir schreiten voran in den Altarraum. Erhalten hier noch einmal eine Trophäe und sehen jetzt diese Sequenz. ようやく再会できたな。光の者どもよ。え、もしかしてラバトールの闘技場にいたあいつなの。やっと会えたな。この時を楽しみにしてたぜ。はて。ああ。貴様は闘技場にいた剣士。<笑>俺とは関係ないなどと言っていたが。 やはり光の者の仲間ではないか。仲間になったんだ。お前との決着をつけるためには、こいつらと一緒の方が何かと都合が良さそうだったからな。さあ行くぞ。ちょっと待って。戦う前にまずはこの人が何者なのかはっきりさせてもらいましょうよ。それと光の者に何の用があるのかも教えてもらおう。<笑>そう焦るな。 今からたっぷりと説明してやるさ。さて、まずは私が何者かだが。我が名は
ヘルムート闇の一族最後の王よ闇の一族ジュリエッタが言っていた光の一族と対応なすという者たちのことかほう少しは自分の素性について学んだようだならば貴様ら光の者が我らを不当に虐げてきた歴史についてももちろん知っているような かつて光の女神と結託した貴様らの先祖は我が一族の主たる闇の竜を追いやったそしてこの忌々しい世界樹によって封じ込めたのだ世界は光で満たされた我が眷属たる魔物たちも 人間を襲うことを忘れ逆に手なずけられてしまったえじゃあ魔物はもともと人間を襲う生き物だったってことそんなの嘘よ信じられないわ魔物だけではない世界そのものが貴様ら光の者どもに都合がいいように歪められ 本来の姿を失っているのだ私はただ取り戻そうとしているのだよ闇が解き放たれた真の世界の姿をならできない世界中が闇の中にさせるもんですかおい待てかかったな愚か者だ これは一体体が動かない祭壇は光の一族と闇の一族のみが立ち入れる聖域それゆえここに罠を仕掛けておいたのだ これぞ我が闇の腕輪の力よ光の者を闇に落とすことが世界中を闇に染める唯一の方法なのだ さあ落ちてゆけ深き闇にそんなことさせないぞこれでも喰らえ何驚かすよって追いミスライムごときが光の腕輪を持っているわけがない愉快愉快実に愉快ださあ光の者よ肉体と精神を闇に捧げ世界中の力を喪失させるのだ世界中が完全に闇に染まり朽ちるのも時間の問題よその時かさ忌まわしき封印が解かれ 我らの神闇竜が復活するのだねえ約束してよこんな奴に絶対負けないでね あいつ、最後の力を振り絞って、俺を。
ずいぶん落ち込んでるみたい。無理もありませんわ。大切な方が目の前であんなことになってしまったんですもの。俺が完璧な作戦さえ考えていれば、俺のためにあいつは。そのように自分を責めるでない。責められるべきはむしろこのわしなのじゃ。ディルク様、この世界には光の力を継ぎし者たち、すなわち光の一族を守る役割を代々担う一族がおってな、守護者と呼ばれておる。そして何を隠そう、わしはその末裔なのじゃ。だからお前たち二人を守り抜くことがわしの大切な使命だったのじゃよ。あなたが俺たちの守護者、この世界の王であるディルク様がですか？そう、王家こそが守護者の血筋じゃ。にもかかわらず、わしは使命を果たせなんだ。守るべきものを守りきれなかったのじゃ。が、しかし、わしは諦めてはおらぬぞ。望みはまだ残されておる。それは、あいつを助ける手立てが残されているということですか？わからん。が、行って聞いてみる価値はある。光の女神にな。光の女神？それって確か闇の竜を封じたっていう光の神様でしょ？そんなすごい神様に会えるんでガスか？古より光の一族が訪ね、女神の言葉を賜ってきた場所がある。光の塔と呼ばれる聖地じゃ。わしも直接足を踏み入れたことはないが、その塔の最上階に光の女神のおわす祭壇があると聞く。そこへ行けば、あいつや世界中を助ける手立てを教えてもらえるかもしれない。行ってみるか。わしはどこまでもついて行くぞ。私たちもね、ずっと一緒だったんだもの。最後まで付き合うわ。ほら、みんなもそうしたいってね。はい。ああ。ん？うわあ！わしらは本当に頼もしい仲間たちに恵まれたの。行こう。光の塔へ。Jawohl, Ak, das ist die richtige Einstellung. Wir haben zwar mehr verloren, aber wir müssen weiter kämpfen. Und das tun wir an dieser Stelle. Aber zuvor werden wir uns jetzt erstmal ein neues Team zusammenstellen. Mehr ist ja weg, geht's dazu? Haben wir noch eine Lücke zu füllen? Und zugleich dachte ich mir einfach mal, komm, wir werden jetzt einfach mal hier ein paar Leute austauschen und nochmal mit einem neuen Team hier in den Kampf schreiten. König Dirk nehmen wir einfach mal mit hier. Den Teddy will ich auch nochmal haben hier. Und
Jessica, das sieht doch gut aus. Damit lässt sich kämpfen. Vor allem König Dirk hat's verdammt nötig mit seinem Level 16. Da stellt er sich hier uns als Schutzpatron vor und er hat nichts auf dem Kasten. Das müssen wir ändern. Das werden wir auch machen. Aber zuvor gibt's noch was Schönes zu kaufen. Können wir uns überhaupt was leisten? Für König Dirk vielleicht hier? Oh, kein Geld für das Neueste hier, für die beste Waffe. Müssen wir noch ein bisschen sparen, ja? Da müssen wir ein bisschen sparen. Also das geht nicht. Das können wir nicht zulassen. Da müssen wir wirklich noch ein bisschen was erledigen, aber vorher noch ein paar Skills hier verteilen. König Dirk hat nämlich hier, guck mal, der hat 32 Skill Points, die wir ihm hier noch aneignen wollen. So, da haben wir den Zorn des Königs und ein bisschen HP sowie MP. Komm her, MP. Damit er auch den Zorn des Königs entfesseln kann, kriegt er eine doppelte Ladung oder auch eine dreifache. Oh, kann er nicht schaden. Terry hat auch noch 11 Punkte. Und da wollen wir ihm auch noch ein bisschen Magic Points hier geben. So, dafür haben wir leider nicht mehr genug. Jessica, was willst du? Ja, komm, ein bisschen Energie. Schadet ja nie. Und doppelt hält er bekanntlich auch besser. Und dreifach sowieso. So. Und noch ein bisschen was für die Muckis tun. Kleines Workout. Damit haben wir auch die Skills verteilt, liebe Leute. Und ihr wisst, was es heißt, wenn ich an dieser Stelle stehe. Diese Folge ist leider zu Ende, aber in der nächsten Folge geht es tatkräftig umso spannender weiter. Bis dahin, gehabt euch bitte wohl und auf Wiedersehen!